Hallo liebe Beauty-Freunde, hier ist wieder eure Dr. Nicole David. Aus gegebenem Anlass zu dem schon fast nicht mehr hören wollenden Thema Corona habe ich trotzdem etwas Wichtiges euch mitzuteilen. Ich werde täglich mehrfach gefragt, Nicole, was machst du denn eigentlich, um dich selbst zu schützen? Hast du vielleicht irgendwelche Tipps? Und ich habe tatsächlich recherchiert über dieses Virus. Bleibt dran, ich habe euch gleich was zu berichten. Also, um was geht es? Es geht um das Thema Corona und um die Frage, wie schützt sich Dr. Nicole David zusätzlich zu den sowieso vorhandenen Schutzmaßnahmen, die ihr eh alle kennt. Also, ich will dazu was erklären. Nach meinen Recherchen ist es so, wenn das Virus eingeatmet ist und befindet sich im Nasenrachenraum, haben wir ungefähr eine Gap, also eine Spanne von circa 4 Stunden, um für uns etwas zu tun. Was meine ich damit? Das Virus rutscht dann ab nach dieser Zeit in die Lunge und kann da seinen Schaden anrichten. Wenn ich diese Zeitspanne nutze, um es zu töten, ich bringe es so auf den Punkt, dann ist die Chance extrem hoch, dass ich nicht erkranke. Wie gesagt, das sind meine Recherchen, basiert nicht auf irgendwelchen wissenschaftlichen Studien, sondern einfach aus der Tatsache, was bekannt ist bisher, weil noch sind ja die Forschungen erst in den Kinderschuhen und wir müssen noch viel mehr lernen. Nun, was heißt das für dich als Möglichkeit? Erste Möglichkeit, das haben wir gelernt von den Arabern, die machen sehr viel Nasenduschen. Das kannst du schon machen, indem du banal dir einfach Wasser aus dem Waschbecken in die Nase ziehst und dann sozusagen den ganzen Schmutz wieder ausstößt. Hört sich etwas ekelhaft an, ist aber effektiv. Zweitens, du gehst in die Apotheke und du orderst dort ein sogenanntes Antiseptikum zum Gurgeln. Ja? Vielleicht hat der eine oder andere das auch mal gemacht bei Halsschmerzen. Ich spreche nicht von Listerine, was du in jedem Drogeriemarkt bekommst. Das tötet das Vieh nicht ab. Nein, du musst in die Apotheke gehen und antiseptische Gurgellösung kaufen, wie zum Beispiel Hexoral oder Laryngotidin, das gibt es auch. Lass dich beraten. Dann gurgelst du mindestens 3-mal am Tag, circa eine halbe bis eine Minute. Und dann auch das Antiseptikum hin und her im Mundraum nach dem Gurgeln und dann ausspucken. So, dann holst du dir eine ganz normale Handzahnbürste und schrubbst dir auch den Zungenbelag weg. Das ist sehr, sehr wichtig, weil da sammelt sich im Prinzip auch jeder Mist. So, dann, wenn du viel auch noch mit Menschen zu tun hast, große Familie etc., dann solltest du zusätzlich auch in der Apotheke dir Laryngotidin, Laryngomedin und wie die alle heißen, Lutschtabletten, antiseptische kaufen. Gibt es auch nur in der Apotheke. Also das normale Salbei-Bonbon kann ein Virus nicht töten. So, immer an die 4-Stunden-Grenze denken. Wir haben jetzt die Nasendusche. Wir haben die Gurgellösung, wir haben die antiseptischen Lutschtabletten und jetzt tun wir das etwas noch von innen für uns und das tun wir vor allem mit Vitamin C am Abend. Warum am Abend? Vitamin C ist wasserlöslich und wir nehmen bitte ein ganzes Gramm, bevor wir ins Bett gehen. Ja? Auch bitte aus der Apotheke. Es muss ein gutes Vitamin C sein, wie zum Beispiel CTB-Retard. Man schreibt das mit C. CTB-Retard, 1 Gramm vor dem Zu-Bett-Gehen. Weil in der Nacht, wenn wir jetzt nicht gerade eine Blasenentzündung haben oder Prostataprobleme oder ähnliches, was uns die ganze Nacht auf die Toilette treibt, bleibt natürlich das Vitamin C wesentlich länger im Blutkreislauf und pusht unsere Abwehr. Und dann gibt es noch etwas, was ich sehr, sehr schätze. Das ist ein Präparat von einer Firma aus Süddeutschland, die von den Kühen, die ihre Kälbchen geboren haben, die Erstmilch verarbeiten. Man nennt das Kolostrum. Und das sind die sogenannten Deluxe-Aktivkapseln. Und dieses Kolostrum wird sehr hochwertig aufgearbeitet, gereinigt etc. Und da ist im Prinzip alles enthalten, wirklich alles, was unserem Immunsystem gut tut. Bei einem downregulierten Immunsystem wird es auf ein Normalmaß gepusht und bei einem überregulierten Immunsystem wird es auch auf ein Normalmaß downreguliert. Das alles hilft uns abzuwehren. Das ist wichtig. Es normalisiert von innen. Was ich an der Stelle wichtig finde, das hat jetzt nichts mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun, die man irgendwo nachlesen kann, sondern das sind meine eigenen Empfehlungen.
Und die gebe ich weiter an meine Freunde, meine Familie, an Patienten. Ich übernehme natürlich hierfür keine Garantie. Aber von dem, was ich weiß über das Virus, machen diese Maßnahmen absolut Sinn. Bitte bleiben Sie gesund, bitte bleib du gesund. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag. Eure Dr. Nicole David.